So, kann weitergehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich spiele das erste Mal und teilweise versage ich da ganz schön. Muss manche sehen mehrmals spielen, aber okay. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ja, ist auf jeden Fall die Action. Wahnsinn. Man kommt sich vor, als wenn man in dem Spiel richtig drin. Wahnsinn. Alter. Hut ab. Die 60 Euro sind es echt wert. Oh, okay. Ein Gitarrespieler, sehr schön. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Oh, wie kann das denn vorbei sein? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jared T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ja, aber das heißt, ich muss auch meine Jedi-Kräfte eigentlich noch ein bisschen ausbauen. Wow. Was für ein Hypersprung. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Genau. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist dir jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Danke, danke. Ich hoffe doch, Machtgeist. Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht's hier dann mich? Haha. War ja klar. So, aber vielleicht sollte ich da mal springen, ne? Nö. Okay. Also, mit voller Konzentration laufen wir mal hier lang. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. So, Speicherpunkte findest du überall auf Calls. Reise, interagiere mit ihnen und deinen Fortschritte zu speichern. Okay, super. Am Speicherpunkt kann sich Karl, heißt er Karl oder Call? Call ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren.
Ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Lernen, sehr gut. So. Energie habe ich genug, brauche ich mich nicht ausruhen. Jo, wer bist du denn? Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ach, Cal, was? Okay. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Sehr gerne. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Neues Ziel zur Holokarte verfügbar. Erreiche das Gewölbe. Dein aktuelles Ziel wird... Halt. Okay, links, rechts bewegen. Zoomen. Drehen. Okay. Okay, okay, okay. So. Schließ die Holokarte, wenn du bereit bist. Okay, ich bin bereit. Glaube ich doch. Ja, das haben wir schon gedacht, dass ich das nicht schaffe. Hm. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Ja, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Saalrutsche? Ja, danke, danke. Wie hast du das gewusst? Halt, hast du nicht? Versperrt. Na, ja, das war ja typisch. Hm? Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, hier können wir speichern. Und wieder raus. Hier lang? Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Na super. Und jetzt? Wenn ich jetzt fallen lasse? Dann habe ich glaube ein Problem, oder? Nee, doch nicht. Ah, scheiße. Ich glaube, die Richtung war schon gar nicht verkehrt. Ja, super. Anstatt, dass ich den anhalte, ich Blödmann. Nee, nee, nee. Nix mehr los mit den Zocker. Oh. Genau. Kletter mal hoch. Genau. So, und jetzt benutzen mal deine Jedi-Kraft. Genau. Was ist das für ein Ort? Na bitte. Geht doch. So. Ich kann mich da nicht fallen lassen, oder? Ich probier's mal.
Zack. So, die Ventilatoren. Das heißt, ich kann die... Ich kann die stoppen. Ja, das war natürlich super dämlich. Die Frage ist nur, wo muss ich denn da lang? Kann ich hier lang? So. Doppel. Ja, das war wieder... Also nochmal hier. Doppeln. Nee. Das ist ja wieder... Ich kann den stoppen. So. Lauf den geradeaus. Na, zu langsam. Okay, aber die Richtung passt schon. So. Stoppen. Nö. Hä, warum? Das gibt's doch nicht, also. Schauen wir mal. Ein Stück hier. So. Jetzt aber. Oder soll ich hier außen lang? So, das sieht schon besser aus. Stoppen. Nee, das wird nichts. Nee, das wird auch nichts. Warten, warten, warten. Den jetzt hier stoppen. Ja, das bringt nichts so. Stoppen den und gehen jetzt hier nach oben. Stoppen den jetzt und gehen nach oben. Jawohl. Alter, was für eine Geburt, ey. Das ist ja. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Oh, Machtsessenz. Okay. Durch die seltene Gabe der Psychometrie erhält Karl dank der Macht. Eine Kerl heißt er. Machtinformationen, wenn er bestimmte Objekte berührt. Okay. Na, das ist doch mal Jedi-like. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich wieder dämlich, ne? Ja, ich bin doch doof, ich komme doch von da. Ich glaube, ich sollte mal hier hochklettern. Klettern Sie! Kleiner Versuch. Klettern, klettern, klettern. So, kann ich denn hier nicht hoch? Nee. Nee, das war auch nicht richtig. Naja, naja, wir versuchen es halt. Klettern mit LT, genau, feiner Junge. So, das ist jetzt die Frage. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ach so, können wir was klicken? Kann ich hier noch irgendwas ausschalten, einschalten? Nee. Das kann ich. Hier kann ich sie wieder anschalten, wahrscheinlich. Ne? So. Das bringt mir da ja erstmal nichts, ne? Also muss ich gucken, wo ich hier hoch muss. Oder muss ich hier hoch? Ne. Da kann ich auch nicht klettern. Also, wo ich klettern kann, ist hier mit der Ranke. Kann ich wieder nach oben? Kann die Macht wieder stoppen?
Nee, das war zu spät. Okay. Aber wir klettern hier hoch. Klettern, klettern, klettern. Klettern. Da links rüber. Springen. Nach oben ziehen. So. Fein. Stück geradeaus noch. Und stoppen. Und jetzt schnell die Forest Gump. So, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Wieder hier gelandet. Vielleicht ist da jetzt was auf. Sie geht einfach nicht auf. Nee. Okay, gehen wir mal hier lang. So. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Genau. Durchhalten Sie eins, ich komme. Hey. Das hier. Oh, noch jemand. Alter. Oh, ein leckerer Wurm, der sich da in der Erde versteckt. Hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Das ist schön. Dann geh mal schön zurück hier. Sherlock Holmes. So. Natürlich wissen wir, was jetzt kommt. Anhalten. Und durch. Genau. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. So, dann müsste jetzt eigentlich der letzte Punkt kommen. Ne? Schön. Der Scomp-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Ja. Hier war doch noch ein Punkt, ne? Genau. So, was haben wir denn? Oh, hier können wir unser... Grün... Ach, hier können wir unsere Waffen aufrüsten. Das ist ja interessant. So. Alles klar. Ja, jetzt auf jeden Fall grün. Super, aber... Na, BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Sehr eng, es wird schon gehen. Okay, mit Lichtschwert leuchten, das ist ja auch mal eine akademische Herausforderung. Was haben wir hier? Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Ist hoffentlich stabil. Tja. Hm.
rechts rüber, dann würde ich ja runterfallen. Ja, das war natürlich nicht schlau. Oh, schön leuchten. Genau. Ich frage, ob wir hier nicht links rüber können. Doch, können wir. Das bringt uns irgendwie nicht weiter. Das ist auch wieder... Ich bin so ein Amateurzocker. Das gibt's auch gar nicht. Was haben wir denn hier? So, da geht's lang. Ah, alles klar. So. Links. Mann. Gibt's auch nicht. Was ist denn das hier für ein Scheiß? So, jetzt hier aber rüber. Ah, okay. Naja, das ist reine Physik, was hier gerade passiert. Genau. Ja. Das heißt, wir dürfen beim Springen nicht so hochklettern. So, das muss. Jetzt gehen wir. So. Jetzt springen wir rüber, genau. So, und jetzt müssten wir eigentlich. Hier rüber, ne? Genau. Ah, das war natürlich selten dämlich. Ja, mir geht's gut. Aber was bleibt uns anderes übrig, ne? Eine Heilungsstimme. Oh, eine kleine Vivi. Du bist voller Überraschungen. Wer ruft denn gerade an beim Zocken? Danke, das geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Hier mal kleine Pause hier. Okay. Hier, komm an Bord. Da ist aber jemand hartnäckig. So, und stoppen wir hier mal.